Dann würde ich mich selbstverständlich rituell reinigen und dann entkleiden, sodass ich mit den Füßen ordentlich auf Humus stehe. Ich würde mir eine schöne Menge an lebendem Humus suchen, daraus eine Formen, möglichst viel noch an ja, schönen Humus-Sachen drumherum drapieren, sodass sich der Geist auch hier hoffentlich wohlfühlt und dann mit der Beschwörung bzw. der Herbeirufung beginnen. Umstände der Zeit, wie sieht es mit der Sternkonstellation aus? Erschwernis oder Erleichterung? Wie viel kann ich dir maximal geben? Maximale Erleichterung von minus 3, Ja, ich maximale gebe Erschwernis von plus 7. dir eine minus 2. Okay, Umstände des Ortes minus 7 bis plus 7. Plus 4. Okay. Qualität der verwendeten Materialien. Ich habe halt Humus verwendet. Ich weiß jetzt nicht, wie rein oder wie voll von Leben der ist. Pflanzenfrisches Holz ist 0. Okay, pflanzenfrisches Holz 0. Gut. Quantitativere Menge, kannst du 2 Erleichterungen noch. Ja, dann würde ich das machen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, bin ich halt in der Zeit lassen. entsprechenden Kleidung und lasse mir natürlich Zeit. Dann wäre das insgesamt eine Erleichterung. Ich würde auch gerne, was ich überbehalte, als Erleichterung für die Kontrollprobe nutzen. Ja, das soll wohl gelingen. Okay, gut, dann werde ich jetzt erstmal den sprechenden elementaren Diener rufen. Und dann direkt die Kontrollprobe dahinter. Schauen wir. Ja, das passt. Also, wenn ich jetzt nicht oben 9 erschwert bin. Gut, dann kannst du dich vorbereiten. Du legst deine geodische Gewandung sorgsam neben dir ab, steigst dann in den kleinen Fluss, sodass du dann umspült wirst von Wasser. Du spürst unter dir den Schlamm und kannst dann die Sterne betrachten. Du spürst, wie die Elemente um dich herumfließen, wie Luft nach dir greift und du dann versuchst, aus diesem Schlamm die Erde nach oben zu ziehen und du den Namen von Dornward sprichst. Dabei berührst du wohl noch einen kleinen Busch, der hier hinüberreicht in das Wasser und merkst dann wohl, wie dir die Dornen in deinen Finger stechen, wenn du den Namen rufst, den viele menschliche Elementaristen und Druiden sich wohl fürchten auszusprechen. Dann spürst du wohl, wie der Schlamm nach dir greift und deine krustige Haut dich überzieht und der Humus so ein bisschen an dir hochwächst und rankt und auch gleichzeitig nicht nur aus dem Wasser, das sich nicht nach oben zieht, sondern auch das Dornicht ebenso weiter nach dir sticht und dich umrankt. Fast wie ein schützendes Blattwerk aus Schuppen. Ein sorgsames Kleid, was dir da fast wächst, während du da nackt immer noch im Blattwerk stehst. Dann kannst du sehen, wie aus dem doch angewachsenen Busch eine Gestalt tritt. Nicht ganz menschengroß, eher so groß wie du, mit einem borkigen Gesicht. Schaut er dich an, durch und durch grün. Du siehst, wie weitere Lianen wohl an ihm herunterhängen und sowas wie Haare bilden und er dich finster anstarrt. Ich bin Dornwacht. Onward, ich bin Boltax, ich freue mich, dich kennenzulernen. Wie kann ich dir helfen, kleiner Freund? Ich möchte dich einladen, mich zu begleiten und auf meinen Ruf zu warten, sodass ich, wenn ich dich rufe, gemeinsam mit dir gegen die finsteren Abgesandten des Eises angehen kann. Deine Einladung ist angenommen, akzeptiert. Doch sei gewiss, unter uns befinden sich Ghule. Viele von ihnen. Das ist beunruhigend. Seid gewarnt. Und damit wächst die Ranke, die Liane in deine Hand, in den Ring hinein.
und das kleine Wesen verschwindet wieder. Der Schlamm zu deinen Füßen bröckelt wieder ab und du stehst nur noch nackt da. Ja, dann würde ich ganz langsam den Fluss wieder verlassen, einmal tief durchatmen und dann zu Yalan und Abelmir zurückgehen, um ihnen diese Nachricht mitzuteilen. Oh. Verdammt, da bleibt ihr endlich. Kommt ihr endlich. Wir sind schon fast fertig mit dem Graben. Wie war eure? Unter uns sind Kohle. Oh. Unter uns in den Gängen? Möglich. Das könnte gut für uns sein. Oder schlecht. Ich habe auf jeden Fall einen Gang gefunden, der an dieser Stelle über die Straße bzw. unter ihr hindurchführt. Das könnte sehr gut für uns sein. Überlegt einmal, wir öffnen den Gang, während die Karawane hier entlang kommt. Dann lassen wir erstmal sich und die Gude bekämpfen und moppen dann auf, was noch übrig ist. Und glaubt ihr, die Gude lassen das Tiriak zurück? Warum sollten sie es mit sich nehmen? Ich weiß nicht, was sie damit machen. Dieser Ghul-König, von dem ihr berichtet, ist vielleicht etwas schlauer als die normalen Ghule. Und er ist zum Glück gern hinten in seiner Ruine. Wenn es zu Schwierigkeiten kommt, können wir immer noch herunterstürmen und beide niederreiten. Ihr wollt in die Stollen hinab? Mit Ghulen? Nein, auf die Straße hinab. Abelmir, bitte. Nun gut, hoffen wir das Beste und befürchten das Schlimmste. Gefällt mir gar nicht. Aufgrund von Wachposten und stetigen Wachwechseln beziehungsweise eben auch dem Anschlag, dass sich da wohl irgendwas im Unterholz bewegte, werdet ihr diese Nacht hier wohl nicht regenerieren. Dann, ein paar Stunden später, nachdem das ewige Zwielicht über dem toten Wetter aufgegangen ist, könntet ihr aber auch wieder sehen, wie wohl sich jemand über die Straße nähert und dann stehen bleibt an der Position, wo ihr euch getrennt hattet. Und wenn ihr einmal spähen geht, könnt ihr sehen, wie wohl Savo, Iseron, Kiaras und Rafim am nächsten Morgen wieder dort aufgetaucht sind. Ich richte mich auf und hebe einmal die Hand. Hey, hier! Da seid ihr ja. Und? Ja, es wird eine Karawane kommen und zwar relativ bald, in 2 bis 3 Tagen. Das ist erfreulich. Dämonenpaktierer, Fjörninger. Das ist unerfreulich. Wie viele? Ich habe mit einem. Ja, mein Anbeter der Schwarzen Mutter gesprochen. Er meint, es sind immer unterschiedlich viele, dass sie sterben würden auf dem Weg. Würde sich nicht mit ihnen anlegen. Scheinen also noch genug zu sein, um zumindest einen von ihnen einzuschüchtern. Dann beten wir also zu Firon, dass er uns hinreichend viele hinausgenommen hat. Das ist wirklich zu hoffen, denn die Anzahl, die uns genannt wurde, ist wirklich sehr groß. Sie haben wohl Barbaren aus dem Fjaninger-Land dabei, 20 an der Zahl. Einige Paktierer, eine Handvoll etwa. Dann welche von diesen, ihr wisst schon, diese Dämonenwölfe. Höllenhunde. Ja, und sie sind wohl mit Spähvögeln unterwegs, weswegen wir vermutlich einen Schleier der Unwissenheit wirken sollten, wenn die Zeit gekommen ist. Nun gut, dass ihr für dieses spezielle Problem die Lösung bereits habt. Ich hinterfrage doch einmal die Klugheit dieses Vorhabens. Gegen 20 Fjörninger zu 6? Das sind nur 3 für jeden und die anderen nehme ich. Nur, wie gesagt, das ist die Ausgangslage. Glorania ist sehr weit entfernt. Nehmen wir an, es läuft schlecht für uns und die Hälfte käme hier an. Das wäre etwas mehr als einer für jeden. Wir sind beritten und die nicht. Eine Kleinigkeit. Allerdings haben wir auch gute und schlechte Nachrichten zu berichten. Wir haben Ghule im Boden. Ja, richtig, das hier ist Ghulland. Schon wieder? Immer noch, nehme ich an. Ja, war doch in Auralet das gleiche, holt das Brandöl. Da waren sie in den Wänden, naja. Also, lange können wir hier nicht bleiben im Ghulland, aber wenn es wirklich nur 2 Tage sind, dann gehe ich. Wir werden auf jeden Fall doppelte Nachtwachen aufstellen müssen. Ach, wieso habt ihr sie nicht ausgerottet, so ein Nest?
Bortax sagt, Bortax, wie viele sagst du sind es? Naja, mindestens 20 da hinten in der Ruine und hier im Boden bestimmt auch noch welche. Und ein Ghoul-König. Aber ganz andere Sachen. Tunnel hier unter uns, überall von den Ghoulen, logischerweise. Und einer verläuft unter der Straße. Und das kann uns zum Vorteil gereichen. Ghoul-Tunnel? Bortax, ist wirklich ein Tunnel auch hier unter diesem Lager? Ich würde ungern nachts durch einen Ghoul-Überfall geweckt werden, der aus dem Boden kommt. Ich mache noch mal eine entsprechende Probe. Deine plus 7, oder? Eckbau? Ja. Ja, mittlerweile nur noch plus 3, weil der Djinn hat dich auch noch zusätzlich gewarnt. Okay. Aber das ist schon einmal analysiert. Ja, du klopfst einfach mal unter dich und... In einer Entfernung von 3 Metern gibt es hier auch einen kleinen Gang, ja. Ja, in einer Entfernung von etwa 3 Metern. Aber ich denke, das ist hier überall so. Ja, vielleicht sollten wir ihn etwas kennzeichnen und genauer im Auge behalten. Wir machen. Ich würde einfach mal ein paar Stöcke nehmen und die so entlang des Gangs legen, wo ich ihn vermute. Also dann brechen Burgelsen, ich und das Sabo von links in sie herein, Greifenmund von rechts. Wir bringen sie alle um. Mhm. So, ja, was habt ihr getan, um das Gelände vorzubereiten? Wir haben einige Gruben ausgehoben, in denen wir uns verbergen können. Mhm. Ebenso, Voltax hat einen Geist herbeigerufen, in dem wir den Tunnel unter der Straße öffnen könnten. Das würde vermutlich die Gule auf den Plan rufen. Das könnte gut für uns sein, das könnte schlecht für uns sein. Nun, normale Ghule sind lichtempfindlich, soweit ich mich erinnere. Blicke nochmal zum Himmel hinauf ins Totenwetter. Ich denke nicht, dass dies gerade eine Bewandtnis für sie hat. Vermutlich nicht. Allerdings seid ihr auch kein profaner Mensch mehr. Außerdem habe ich noch etwas gefunden, ein Schutzpentagramm. Ein Schutzpentagramm? Gegen Morons Widersacherin. Ach, das ist ja interessant. Etwas südlich. Ach, das schaue ich mir aber mal gleich an. Oder Abel, mir habt ihr es schon analysiert? Nein, ich hatte mit Buddeln zu tun. Oh, ja, gewiss. Nun, auf jeden Fall war dort eine Blutspur zu sehen. Wir sollten auf jeden Fall da vielleicht mal schauen. Es wird wohl nicht schaden und uns bleibt noch ein wenig Zeit. 3 Tage, nicht wahr? Ungefähr. Und wir könnten uns in der Zeit der Ghule in der Ruine annehmen, wenn ihr es für klug haltet. Ich halte es nicht für klug, aber... Denke auch, wir sollten Ghule sein lassen. Und es sind nur, was, Boltax, 200 Schritt von hier? Sie könnten uns während des Überfalls in den Rücken fallen. Weiß ich eigentlich irgendetwas über diese Ghul-Könige? Sag mir das was. Entweder ja, Sagen und Legenden. Kann ich aufwerfen? Oder Heilkunde, Krankheiten. Heilkunde, Krankheiten finde ich besser. Ich probiere es auch mal, denn. Ja, eine Plus, Minus. Okay, THW 0 hast du auch nur. Das reicht mir nicht. Abel, mir... Ich kann auch Sagen, Legenden machen. Ja, dann würfel nochmal hinterher. Komm, Sagen, Legenden gebe ich dir auch. Auch nicht viel besser. Warum bemühe ich mich überhaupt? Ah, ja, dann fängt gerade an, von einem Tavernenlied zu plappern. Kann Isaruni dabei abwürgen. Denn Geschichten aus einer Taverne in Gareth will man wohl nicht hören. Abelmir, du weißt, dass es wohl größere Ghule sind. Die Ghule sind allesamt untereinander spezifiziert, zumindest den Geschichten und den Sagen und Legenden nach. Es gibt wohl sowas wie Morokun-Ghule, die ehemals Zauberer oder Geweihte waren und dann von der Krankheit dahingesiecht sind. Es gibt Speer, Fresser, Wühler und Ghul-Könige. Und im Gegensatz zu allen anderen weisen die Ghul-Könige wohl eine etwas höhere Intelligenz auf. Alle anderen sind mehr tierisch. Die bleiben allerdings wohl sehr stationär, sind also sehr fett, werden von ihren Fresser-Ghulen dann gemästet. Das Fleisch, was dann gebracht wird, wird dann vor allem dann auch dem König dargereicht.
sodass das eine sehr groteske, aufgedunsene Kreatur ist, die aber unglaublich ein großes Infektionsrisiko beheimatet. Nun, wie es scheint, ich las einmal, glaube ich, in einem bestimmten Buch davon. Das Buch muss ich jetzt hier nicht nennen, aber dieser Ghoul-König scheint wohl so eine Art Oberhaupt zu sein, so eine Art Baron oder Graf der Ghule. Die unterscheiden sich auch nach ihrer vorherigen Tätigkeit oder Profession vor ihrem Niedergang, könnte man sagen. Wir sollten uns fern von ihnen halten. Die sind hoch ansteckend. Und können wir dann nicht hineinreiten, ihn aber dann ganz aufspießen und der Rest wird sich zerstreuen? Und sein Hofstaff wird euch in Stücke reißen. Letztes Mal, als Zähne und Klauen durch eine Plattenrüstung geschlagen sind, war sehr viel mehr Kraft dahinter als von einem schmächtigen Ghoul. Nun, es reicht ein kleiner Kratzer an der Oberfläche der Haut, um euch zu infizieren. Und ihr wollt nicht als Ghoul enden. So viel kann ich euch sagen. Nun gut. Ihr wisst es offenbar besser. Oh, auf dem Boden, vielleicht sind das Vögel, die spähen. Ich werf mich hin. Ja, ich werf mich hin. Okay. Ins Gebüsch. Rüberhin. Ja, ihr schaut euch ein bisschen um, schaut nach oben, ob es da irgendwie Vögel gibt oder so, aber Voltax, wenn du nochmal genauer hinhörst, das Geräusch kam wohl aus dem Boden. Oh, das ist Boden. Ist das euer Magen? Das ist die Ghule? Das klingt beunruhigend. Das sind Ghule, ich kenne das Geräusch. Sollten wir uns nicht wirklich um dieses Fieber kümmern? Ja. Wenn es wirklich so viele sind und in so großer Nähe. Vielleicht können wir uns mit ihnen verbinden. Was? Mit Ghulen? Der Feind unserer Feinde? Ich denke nicht, dass sie reden können. Wir können sie auf die Straße locken, oder hört's auf. Ich glaube auch nicht, dass man. Man muss nicht mit ihnen sprechen. Man muss sie nur entfesseln an der richtigen Stelle. Ich sagte, wir können den Boden öffnen. Dann fallen sie vermutlich über die Karawane her, denn auch da sind lebende Menschen bei. Meine Güte, wenn die ein Problem sind, die haben doch bestimmt Tunnel unterm Fluss. Machen wir Loch oben rein, die ganze Scheiße wird geflutet und die Mistviecher saufen. So, jetzt nicht so schwierig. Und wir sollten jetzt eine Entscheidung treffen. Benutzen wir sie für den Hinterhalt oder rotten wir sie aus? Schauen wir uns doch mal das Pentagramm an, was Voltax entdeckt hat. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich will nichts behaupten, aber wenn ihr wirklich meint, dass die Viecher intelligenter sind, glaubt ihr nicht, dass sie das bewachen? Dann schneiden wir. Ich will es nur behaupten, weil das sieht so aus, als wäre es irgendwas, um sie zu vernichten. Dann schneiden wir uns durch. Ja gut, bringen wir sie um. Voltax, warum gehst du nicht vor? Du hast es ja gefunden. Ja, am besten kommt ihr einfach mit. Hier geht's lang, dann da vorne durch und dann einmal über die Straße drüber, dorthin auf die andere Seite. Und dann sind wir auch schon da, hinter diesen zwei Bäumen, dort liegt es. Ja, so könnt ihr die 100 Schritt über die Straße tun und entdeckt dort dann ein etwas älteres Pentagramm. Die Zauberkreide, die hier aufgetragen worden ist auf dem Fels, auf dem Kiesgestein, scheint wohl immer noch zu wirken. Und ja, wie alt das Ganze ist, es hat definitiv Runen und Symbole der Thargunitot, vor allem weil ihr das Symbol auch erst vor kurzem gesehen hattet. In dem kleinen Dörfchen Grünau könntet ihr das allesamt zuordnen. Ansonsten sind definitiv Abwehrkreise. Und im Süden davon könntet ihr dann eine Blutspur erkennen, die sich dann von hier aus, irgendjemand ist hier wohl gestorben und dann wurde er weggezogen. Und es gibt weitere Risse im Gestein, die hier ja wohl eingestürzte Ghoul-Tunnel sind. Ja, ich würde mal das Pentagramm oder diesen Kreis mal genau betrachten, ohne ihn zu betreten oder zu beschädigen, und würde mit ihm gucken, ob es irgendwelche Makel gibt. Der Kreis ist gut gezogen, mittlerweile ein bisschen ausgeblichen, aber der würde wohl immer noch seine Funktion tun. Können wir anhand der Zeichen erkennen, ob er gegen spezielle Wesenheiten der Herrin der Untoten angebracht wurde oder allgemein gegen die Domäne? Magiekunde plus 15, Spezialisierung Nekromantie.
So, das heißt jetzt, wenn wir Nekromantie nicht haben, dann können wir das nicht machen. Doch, dann kriegst du einen Bonus von 2 Punkten. Ach so. Mit einem Schicksalspunkt könntest du das schaffen. Nö, den behalte ich mir. Müsstet ihr euch dann aus dem Zusammenhang erschließen. Nun, die gelehrten Herrschaften? Ich bin mir unschlüssig. Irgendetwas funktioniert nicht so, wie der Erschaffer es wollte. Hier gibt es 2, vielleicht 3 Sorten von Zeichen, mit denen ich nicht wirklich vertraut bin. Keine Ahnung, was genau die bedeuten sollen. Es sind dieses, dieses und eventuell dieses Zeichen hier. Nicht anfassen. Ich möchte mal schauen, ob diese Risse, also ob da irgendetwas Humanoid-Großes durch könnte. Mittlerweile nicht mehr, aber ehemals sicherlich. Also das sind, wie gesagt, Gänge auf ungefähr einer Höhe von 2 Metern Tiefe. Und die sind ganz grob, würdest du sagen, Kriechtunnel. Wurden dann auch nicht von zwergischer Hand gemacht, sondern mit Grabschaufelhänden oder so, mit Krallen. Wurde sich dann hier in das Gestein gearbeitet oder ja vielleicht sogar reingebissen. Irgendwie sowas wird es gewesen sein. Und da kann ein Mensch nicht drin stehen, sondern höchstens kriechen. Ich verziehe das Gesicht und gehe rückwärts zurück. Da gehe ich nicht rein. Sonst hat ja auch niemand von euch verlangt. Dann ist ja gut. Ich würde mal näher herantreten und mal diese Blutspur genau untersuchen. Kann man nicht unterscheiden zwischen menschlichem Blut und Ghoulblut wahrscheinlich, vermute ich mal, aber. Probier es mal, in 3 Tagen wissen wir es. Ich gucke mal vielleicht genau an. Anatomie oder Fährtensuche? Anatomie. Was willst du wissen? Anatomie. Von wem es ist, das Blut. Vielleicht auch die, wo das Blut herkam, also helleres Blut, dunkleres Blut, keine Ahnung. Ja, gib mal eine Anatomieprobe. Ja, das menschliche Blut, und zwar eine ganze Menge, also wer auch immer das war, du betrachtest hier nochmal das Pentagramm selber mit Zauberkreide aufgemalt, im Inneren befindet sich kein Blut. Irgendjemand ist hier gestorben, ist hier umgefallen, teilweise ausgeblutet und wurde dann weggeschliffen. Ein Mensch. Es war wohl ein Mensch. Und er hat sehr viel Blut verloren, bevor er dort hineingezogen wurde. Er wurde wahrscheinlich geschlachtet und ausgeblutet. Das ist ja widerwärtig. Wer weiß, die Gude fressen vielleicht nur das Fleisch und das Blut brauchen sie nicht. Das macht es nicht besser, Havelmir. Ich wollte nur sorgfältig sein. Vielleicht war er ja gerade fertig mit dem Zeichnen von diesem Pentagramm. Oder er war gerade, also schon länger im Pentagramm und musste dann einmal austreten und wurde dabei von Ghoul überrascht. Das wäre möglich. Aber zu welchem Zweck? Er konnte sich doch nicht hoffen, 4 Tage lang zu überleben in diesem Kreis. Und was macht es denn? Hält es nur die Gude aus dem Pentagramm fern? So vermute ich. Ja, alles, was mit der Herrin der Untoten zu tun hat. Ja, Asago, vielleicht war es einfach nur. Also vor allem finde ich interessant, dass die Blutspur in Richtung der Ruinen deutet. So wie das bereits festgestellt hat, Boltax. Und dass im Inneren dieses Spaltes kein Blut sich befindet. Vielleicht ist der Ghoul aus dem Spalt herausgesprungen und hat ihn angefallen. Vielleicht ist das auch gar kein Ghoul-Spalt unbedingt, sondern einer mit giftigen, weiß nicht, Gasen. Gibt es hier vulkanische Aktivität? Wahrscheinlich eher nicht. Boltax? Was? Wie kommt ihr auf vulkanische Aktivität? Dann wäre doch kein Blut zu sehen. Doch, unter Umständen, wenn er umgekippt wäre. Aber dann wäre er nicht vollständig ausgeblutet. Ich glaube auch. Na gut, ich wollte nur. Nein, also ich gehe tatsächlich davon aus, dass irgendjemand in diesem Kreis stand und als er es verließ, zumindest sieht das so aus, wurde er überfallen. Ach, vielleicht wurde er herausgelockt. Wie frisch schätzt ihr diese Spur ein? Nehme ich mal etwas näher dran, gucken wir es mal an. 10 Tage haben wir. Nun, ich schätze
anderthalb Wochen. Nun, wer auch immer hier sein Schicksal erlitten hat, wir können ihm auf keinen Fall mehr helfen. Das ist richtig. Vermutlich ist er schon längst gefressen worden. Ich würde mich gerne mal umschauen, ob ich in der Umgebung des Pentagramms irgendwie was finde. Irgendwelche auffälligen, keine Ahnung, Umgebungsmerkmale, Landschaftsmerkmale oder auch Gegenstände, die der Aufmaler oder die Aufmalerin zurückgelassen hat. Dann gib mir mal eine Fährtensuchenprobe. Ein Sternchen. Ja, du schaust dich um. Du kannst noch sehen, die Zauberkreide liegt wohl immer noch im inneren Ring des Pentagramms und wurde da zurückgelassen. Aber ob man dann hier mehrere Tage dann in so einem Pentagramm stehen will, das ist natürlich eine andere Frage. Es sieht auch ein bisschen... Also es funktioniert wohl, aber wirklich, wirklich filigran gezeichnet ist das nicht, sondern eher aus der Not heraus. Na gut. Also ich glaube nicht, dass wir hier noch etwas machen können und es sieht auch nicht so aus, als ob seitdem noch mal jemand hier gewesen wäre. Nun, vielleicht wäre es aber ein guter Rückzugsort, falls wir wirklich von den Ghoulen überrascht werden. Ich werde mich nicht in ein blutiges Pentagramm stellen. Es ist kein blutiges Pentagramm, das ist Zauberkreide. Richtig, das Blut ist vor dem Pentagramm, das heißt, das Pentagramm selbst ist nicht Blut. Es sieht aber aus wie Blut. Seid ihr euch sicher, dass es Kreide ist? Ja, natürlich bin ich mir sicher. Ich bin mit Zauberkreide bestens vertraut. Ich würde mal zur Zauberkreide hingehen, aufheben, also vorsichtig in diesen Kreis hineinschreiten, sodass ich ihn nicht zerstöre, dieses Stück Kreide aufheben, zurückgehen und hier, seht, Kreide. Ich zerdrücke irgendwie ein Stückchen davon zwischen meinen Fingern und reibe ein wenig dran. Und ja, aber es riecht faul. Es ist Zauberkreide, natürlich riecht sie faul. Es riecht vor allem so ein bisschen nach Tran. Gerade wenn du auf der blutigen See warst, Jalan, wirst du das wiedererkennen. Seltsam. Warum wird hier alles aus Walen gemacht? Wir sind nicht am Meer. Naja, vergessen wir das. Was tun wir also? Naja, ich würde sagen, wir haben einen guten Rückzugsort gefunden, falls wirklich alles schief geht, wenn wir hierher fliehen. Was machen wir also wegen der Ghule? Wir lassen sie in Ruhe am besten. Ich werde nicht in ihre Tunnel gehen. Ja, das auf keinen Fall. Das hast du schon gesagt. Soll ich nun die Straße mit meinem Elementar öffnen, wenn es an der Zeit ist oder nicht? Nun, wenn niemand außer mir der Meinung ist, dass ich diesen Ghoulkönig umbringen sollten, dann ja, können wir sie genauso gut benutzen. Gut. Die Frage ist, wie viele Gegner dort überhaupt sind. Wenn das nur noch einige Fjarninger sind, dann können wir sie so überrennen. Was tatsächlich nur eine Handvoll ist, lassen wir sie zu. Boltax wird bei mir sein, wir werden das auf der Stelle entscheiden. Und bevor wir gehen, fluten wir die Tunnel. Boltax, habt ihr den Cantus Adlerauge gelernt? Ja, ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber besonders gut bin ich nicht. Bezüglich der Adleraugen, wir hatten doch aufgeklärt, dass sie sich mit den Perschirashim aufgemacht haben, oder? Ja. Gegen die? Sowohl gegen die Adleraugen von ihnen, aber okay, ich glaube, das haben wir schon geklärt mit einem Schleier, oder? Genau. Er müsste uns alle einfassen. Natürlich. Und das hat ja schon einmal funktioniert. Gut,